lauft und dann Das ist der Anfang vom Ende. Ich meine, deswegen auch habe ich Football angefangen. Wir sind hier mit Star Receiver Louis Gaia. Look at him. My brother, but Jesse, Alter. Es geht. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Christopher Zahler. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin ehemaliger NFL-Spieler. Ich bin jetzt neu auf YouTube und ich würde euch gerne mitnehmen durch mein Leben. Ich würde euch zeigen, wie funny, was ich mache und einfach, dass wir a good time hier auf der Plattform haben. Wer bin ich? Ich bin ehemaliger NFL-Spieler. Ich habe 2 Seasons bei den Baltimore Ravens verbracht und ich war einer der ersten im International Pathway Program. Das ist ein Programm, wo internationale Athleten die Möglichkeit bekommen, in die NFL zu kommen. Und ich habe keine College-Erfahrung gehabt, was auch etwas ist, was nicht so oft passiert. Habe mit Leuten wie Lamar Jackson im Lockerroom gechillt, Mark Ingram, und habe sehr viele Freunde, die in der NFL immer noch spielen. Ich habe mit 13 Jahren Flag Football angefangen und habe mich dann hochgearbeitet bis zur GFL. Irgendwann habe ich dann eine Nachricht auf Facebook bekommen, ob ich Lust habe, in dem IPP, International Pathway Program, zu partizipieren. Ich so, natürlich, fast forward, habe das geschafft, nach Bradenton zu kommen, also in die IMG Academy. Habe es dann geschafft, in dem Programm angenommen zu werden, war dann 3 Monate in Florida, habe da trainiert, hatte dann meinen Pro Day, was der Tag ist, wo jeder Spieler sein Können unter Beweis stellen konnte, und wurde dann von den Baltimore Ravens als Undrafted Free Agent gepickt und bin dann dahin. Habe dann auch noch in der Canadian Football League angefangen, habe da eine Season verbracht. Jetzt bin ich wieder in Deutschland, spiele hier ein bisschen, möchte ich ein bisschen mitnehmen und schauen, was für funny Sachen wir machen können. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir auch immer in die Kommentare schreiben, was ich noch ansprechen soll oder besprechen soll oder was ich noch tun soll. Und heute nehme ich euch mit zum Jacob Johnson Camp. Das ist auch ein deutscher NFL-Spieler. Und ich nehme euch mal mit an Vlog-Style. Und wir gucken mal, wie Football Deutschland so unterwegs ist. Und let's go. Jetzt sind wir beim Frühstücken. Schaut euch an. Ich habe mir ein paar Semmeln geholt. Ja, ich habe Semmeln, ich bin aus Bayern. Und heute wird es richtig warm. Wir tanken noch schnell Energie, bevor es richtig losgeht. Und ich bin gespannt. Ich habe auch mal eine schöne Brille. Wir sind jetzt mit der Surge, mit meinen Teammates. Das Camp ist kurz vorm Anfangen. Jetzt treffen sich alle Coaches. Machen uns ready, you know, damit die Kids heute einen schönen Tag haben. Yo, was geht ab? Who are you, big guy? Was geht ab? Talk to me, talk to us. Ich bin Luca, hi. Ich bin O-Liner von der Stuttgart Surge. Oh, look at him, he's huge. Und ich habe gehört, du warst in Amerika. Was ging da? Ja, ich war beim Pro Day. Ich habe die Chance bekommen, beim Pro Day mich zu beweisen. Es waren 20 Scouts da. Ich war an der HCU in Houston. Genau, die One College. Ja. Nice, freut mich. Du schaust doch aus wie jemand, der da mitpartizipieren kann. Es ist einfach so schön, mit den Kids zu arbeiten, ey. Zu sehen, wie sie Spaß haben. Ich meine, deswegen auch habe ich Football angefangen, wegen dem ganzen Teamgefühl. Man kommt zusammen, die Kids sind happy, sie competen, also treten gegeneinander an. Und es ist einfach good energy. Und das ist genau das, was Football Deutschland braucht. High standards, baby. Yeah, high standards. Yeah. We're only so good as the people around us. Everyone needs a coach like this. You heard me? You don't hire talent, you hire skill. My brother, Badetti, Alter. Geht. Die Münchner Connection, man. Was geht ab? You look good. Was geht ab? Wie fühlst du dich? Was machen wir hier? Bro, wir sind heute bei JJ's Camp. Wirklich sehr viele Jungs da. Jungs und Mädels besonders. Das ist besonders cool. Ich freue mich, es ist wirklich sehr cool. Ich freue mich, jungen Leuten was beizubringen. Ich wünsche, wir hätten damals die Chance gehabt. Deswegen können wir es besser machen, weißt du? So ist es. Für die Leute, die nicht wissen, who ist das Guy und wer bin ich? Wir beide haben in Deutschland zusammengespielt und danach sind wir beide in die NFL. Er ist immer noch in der NFL. Washington Commanders, you know, big dog. Für mich, wie viel wiegst du? Wie viel isst du am Tag, ist die Frage. Ja, jetzt versuche ich es ein bisschen abzunehmen. Ich muss so noch 2-3 Kilo abnehmen. Yeah. Ja, aber es sind so 4000 Kalorien. Ja, yeah, you look good. 4000 Kalorien. Good.
Du weißt, die Linebackers werden heute dominieren. Du weißt, dass es Cap ist. Es ist große Lüge. Warum lügst du? Es sind Kinder, jeden Tag gelügt. Nein. Ja, auf jeden Fall, die Line ist das Wichtigste. Die erste Phase ist jetzt vorbei. Die Kids gehen zum Mittagessen. Sie haben wirklich Gas gegeben, haben sehr gut performt. War auch sehr interessant, weil im Football gibt es verschiedene Spielzüge. Und wir haben versucht, denen verschiedene Spielzüge, also Coverages, beizubringen. Und es war sehr cool. Also wichtig, genau, ihr kommt, ich sag euch go, Shimmy, und ihr toucht es, okay? Oft und dann und seid ready. Das ist the whole thing. Gib's mal fest. Zeig's euch nochmal. So, ihr seid im Game. Ihr wisst, wir können nicht tackeln. Set, go, ha, lauf vor. Zack, 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 zack und hoch. Good job. Don't bother it, good job. Good job. Keep your feet moving. Nicht beißen, genau so. Oh yeah. Also wir sind hier mit Star Receiver, Luis Gaia. Look at him, glistening. Talk to the people. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich super. Sonne ist draußen, Sommervibes. Kids haben Spaß, alles nice. Und wie fühlst du dich selber? Denkst du, willst du auch auf den Platz kommen, wenn du die Kids so siehst? Man will am liebsten selber gleich mitrennen, Routen laufen, DB smoken. You feel me? Ganz wichtig, wie viele Touchdowns wirst du diese Saison fangen? Mehr als letzte Season. Sehr gut. Das war eine Fun-Frage, weil er wird scoren. So. Hey, wir brauchen keine Heroes, Linebackers, just touch him, okay? No tackling, bleib gesund, ist Competition quick, fast, aber touch him, don't hit him. You got it! Ich bin jetzt wieder im Hotel angekommen, was für ein geiler Tag. Ich bin so happy, die Kids waren happy und es war einfach ein schöner Vibe. Sagt mir Bescheid, ob ihr irgendwas anderes sehen wollt, was euch so interessiert. Darüber kommt dann nächstes Video. Bis dann. Tschüss.